Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Planet Crafter. Ja, wir sind wieder zurück. Es hat wieder ein Update gegeben und einiges Neues. Unter anderem gibt es jetzt Portale. Wir können Portale craften. Diese können wir dann aufstellen, betreten und besonderen Loot bekommen, ne? Und ich würde sagen, sehen wir uns diesmal an. Schau mal. Was habe ich denn da am Schluss machen wollen? Ich weiß es nicht. Schau mal. So, die Maus ein bisschen schneller stellen. Da ist. Schauen wir mal, ob man was. Okay, keine Blaupausen. Lass uns mal nachsehen, ob es was Neues gibt. Oder muss man da eine spezielle Terraforming-Stufe erreichen? Nee, da ist es. Ja, das möchte ich sehen. Ach du liebes Ei. Ich brauche Sicherungen. Und zwar Energiemultiplikator. Wir müssen leider einen da rausnehmen. Aber, soweit ich weiß, was ich gelesen habe im Changelog, dass es diese wieder zu finden gibt in den Portalen. Da. Egal, stupfen die dabei rein da. Was brauchen wir jetzt noch? Wo ist es, das gute Stück da? Okay, das haben wir alles. Bis auf den Chip, den müssen wir machen. Den müssen wir machen. Würde ich sagen, gehen wir her und temporär die Sachen einlagern. Okay, schau mal. Sollten wir haben, hoffe ich halt. Ja, schnell raus, bevor die Rakete abrauscht. Ja, damit, danke. Die Kristalle, die Pulsarquarz sehen anders aus. Bleib mal da zur Sicherheit. Beziehungsweise nicht ermöglicht für. Bis ich mehr weiß. So. Bis ich mehr weiß. Genau. Und jetzt die zwei Stäbe noch. Und nachsehen. Was der. Super low ist es. Theolit. Da. So, und jetzt sehen wir nach. Was braucht man denn für den Ärmel da? Ist das der? Genau. Silizium, Magnesium und Alu. Zweimal Alu. Magnesium. Silizium. Yes, danke. Und siehe da, wir können unser erstes Portal machen. Yes. Es ist aber groß. Also mit reinstellen, da, boah.
Alter Schwede, wo stellen wir denn das gute Stück hin? Na? Nee. Okay, das geht sich da nicht aus. Okay, Performance-Einbußen sind da. Also ich spüre sie zwar nicht, aber ich höre sie. So. Wir haben ein Portal. Boah, der Screenshot, der hat jetzt lange gedauert. Was ist... Hä? Scan. Alter Schwede. Ach du liebes, okay, wir brauchen noch Pulsarquarze. Ich möchte die dabei noch rausnehmen. Und dann machst du weiter einer. Sehe nicht aktiviert. Pulsarquarze, warum? Wo bleiben die? Wir müssen zuerst den Punkt anpeilen, den wir uns leisten können von den Pulsarquarzen her. Denn dann, na, wo haben wir es denn? Wenn wir das haben... Was fehlt denn da, sag mal? Osmium, Theolit, Iridium, Uran. Also alles Gute. Das ist da. Das ist ein Stab. Also Superlegierungen sollten... Da sein, sind da? Okay, einer hat schon wieder was hergestellt. Zack, und ist schon abgeholt. Alter Schwede, sind die schnell. Okay. Wir haben auch viel von den Teilen. Also das muss woanders hin. Nachdem das ja da ist, weg nochmal. Oh, das war ja da drinnen. Machen wir es da her, oder? Nee! Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Ich beende das Spiel und starte es neu. So, bin wieder zurück. Ich habe jetzt neu gestartet. Shit. Ah, na, wir sind wieder am alten Stand, wie wir gestartet haben. Okay, macht nichts. Legen wir das mal ab. So, dann gehen wir davor und holen uns die eine Sicherung. Ah, das ist ja vielleicht jetzt ein Kack gewesen. Also das, entweder ist das, das ist doch ein Fehler. Also wenn ich was abbaue, sollte ja das nicht verschwinden, sondern die Materialien in meinem Inventar landen. Taten sie aber nicht. Also kann ich mal davon ausgehen? Natürlich. Dass ich jetzt momentan nichts abbaue, weil es sein kann, dass ich die Materialien nicht mehr zurückbekomme. Aber einen Test auf Exempel müssen wir machen.
Alu zweimal, Magnesium einmal und Silizium. Danke. Dann machen wir unseren Kompass. Ist da. Dann noch die Superalloy. Zweimal, oder? Yes. Und die Sicherungen natürlich. Und dieses Mal speichern wir ab. Da sagen wir jetzt nicht ermöglicht. Die Sicherungen und den brauchen wir. Danke. Keine Splitter. Macht nichts, wenn er gemacht. Da müssen wir ordentlich noch reinbuttern. Das hat eine Treppe. Ja. Hm? Ist schon mal toll, dass man es überhaupt ranflanschen kann. So, zwei Kristalle brauchen wir noch. Machen wir mal unseren Scan. Und seht ihr, das können wir uns leisten. Das und das noch nicht. Dazu müssen wir diesen Ort besuchen. Ja. Ist der 32. Okay, das ist der. Ich habe jetzt natürlich die noch nicht, aber gleich. Oder auch nicht. Okay, einer. Dann kannst du da rein. Also, wie soll ich sagen, die FPS passen. Es gibt im Grunde keine FPS-Einbußen, aber entweder macht das System, also das Spiel im Hintergrund etwas und so im Intervall von 5 Minuten haben wir dann einen Hänger, einen ganz kurzen. Kann sein, dass man das im Video gar nicht sieht, aber man hört es, also ich höre es im Sound. Ach du Schande. Was? Hallo? Da kommt unser Pulsarquarz. Ja, wie gerufen. Das ist gut. Und wenn ich einen Screenshot mache, ich drücke jetzt. Jetzt hat es erst den Screenshot gemacht. Also es arbeitet und wenn ich im Taskmanager nachsehe, schauen wir mal nach, was die Auslastung des Spiels ist. Ich verdurchte schon wieder die Planet Crafter with Stories. Nee, die ist gar nicht so schlimm. Eigentlich ganz okay, was sagt er da? Die gerade, die passen. Keine Ahnung. So, wo ist denn der jetzt eingeschlagen? Shit, hätte ich jetzt aufpassen sollen. Ist das da? Mist, wo ist denn der jetzt eingeschlagen? Scheiße. Ah, endlich. Okay, wir machen jetzt eine Reise und zwar gehen wir hier, speichern mal ab. Und wir gehen unsere erste Reise an. Jetzt kennt er gleich mal automatisch. Siehst du? Und zwar... Also das ist, wie soll ich sagen, es gibt da Schwierigkeitsstufen, ne?
Unseltenheit. Also unser erster Gang ist ziemlich leicht, hat eine Rarität von 1 und 18 Meter. Wie probieren wir's? Ach, schaut das gut aus. So, und ich würde sagen, schnell rein. Muss ich gehen? Okay, ich bin gegangen und eine gewisse Zeit ist das Portal offen. Wenn ich es nicht schaffe. Ah, oh, ist das schön. Ist das schön? Ich weiß nicht, wie lange das Portal geöffnet ist. Ich sag nur mal speichern. Das weiß ich nicht. Aber sollten wir es nicht zurückschaffen, sterben wir, glaube ich, da. Wir kommen ja nicht mehr zurück, oder? Eine Karte gibt es hier auch nicht. Nee. Ach du liebes Ehren, was soll das sein? Und wie lange bleibt das Portal offen? Sie haben geschrieben, sollte sich das Portal schließen, ohne dass du zurückgekehrt bist, bedeutet es den Verlust des Inventars. Also der Tod, nehme ich an. Also ich finde erstmal nichts. Okay, das funktioniert noch nicht so richtig. Aber gut, das haben sie geschrieben. Es ist eine frühe Alpha. Und auch dieser Zweig, dieser eigene Bitterzweig, da wo ihm noch nicht alles so hundertprozentig läuft. Okay, da sind wir raus. Muss ich da rüber? Ich schätze. Okay, das funktioniert ja schon mal. Das sieht doch gut aus, oder? Hier dort ist das Portal. Und was bekomme ich da? Also hier soll es Quarte geben. Muss ich die ernten? Also muss ich da einen Bohrer vielleicht aufstellen? Aber das, wie hole ich denn das dann ab? Also die Drohnen, ne? Muss ich dann kommen? Funktioniert das überhaupt? Werden wir dann probieren. Ach du Scheiße, das passt noch nicht. Aber gut, das haben sie geschrieben, dass es noch nicht fertig ist. Aber man kann es sich schon ansehen.
Hallo. Ja, ist, also ich finde jetzt momentan noch nicht. Ich gehe jetzt noch mal zurück, baue mir einen Bohrer ab. Also ich gehe durch quasi, weil sonst stehe ich. Ah, das ist egal scheinbar. Wie lang steht das Tor? Nehmen wir uns einen Bohrer mit. Ja, ich hoffe, das passt noch. Wo ist er denn? Da. Passt. So, und wir reisen. Okay, also das geht nicht. So wie es aussieht, kann man hier keinen Bohrer herstellen. Müssen wir darauf? Müssen wir da hoch vielleicht? Sieht nicht so aus, als würde es da hochgehen. Da ist eine Struktur. Genau, von Strukturen wurde ja gesprochen. Ah, genau, richtig. Stimmt schon wieder. Volle Wurst. Okay, da funktioniert das mit der Beleuchtung noch nicht so richtig. Aber jetzt. Also da gehen die FPS ein bisschen runter, nur ein bisschen, minimal. Also es ruckelt nicht, das nicht. Aber ich habe die FPS, lasse ich mir anzeigen. Bei manchen Spielen, wo ich weiß, da geht mir nichts. Okay. Ich denke, ich hätte mir doch was zu essen entstecken sollen, ne? Wäre vielleicht kein Fehler. Danke. Was ist das? Seht ihr das? Okay, leuchten tut's nicht. Haben wir schon? Was ist das? Ah, das ist ein Fenster. Okay. Okay. Da waren wir schon. Da noch.
Na, hoffentlich finde ich da wieder raus. Okay, der Schwierigkeitsgrad ist, nachdem es ja da keine Gegner gibt. Ich gehe da hin dann zurück. Dann schaue ich da nur schnell, ob es weitergehen würde. Dann liegt der Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich, seht ihr? In der Größe der Basis, die es zu finden gilt. Das Ganze vielleicht ein wenig auch hurtiger, aber ich weiß nicht, wenn ich laufe, ob ich da dann mehr verbrauche oder nicht, das weiß ich noch nicht. Es wurde am System selbst auch was geändert. Alter Schwede, das ist ein riesiges Schiff. Also da finde ich ja nicht einmal mehr zurück. Kennen wir jetzt schon immer aus. Ach, boah, okay. Und Karte gibt es keine. Also ich sehe mich jetzt schon verhungern. Da bin ich mir... Oh, da haben wir unseren ersten Quarz, unsere erste Sicherung. Das lasse ich momentan noch da. Und das auch. Und ja, ich weiß jetzt nicht, soll ich nochmal zurückgehen oder weitergehen in der Hoffnung, einen anderen Ausgang zu finden? Oder auch nicht? Also das wird lustig. Nee. Ach du liebes... Oh na. Geh mal wieder hoch. Ich würde gerne... wieder raus da. Aber ich glaube, daraus wird nichts. Das ist nix. Ach du liebes bisschen. Da war ich auch noch nicht. Wie komme ich denn da wieder raus? Ich glaube, das ist der Schwierigkeitsgrad. Ich denke, ich hätte mir was zeichnen sollen. Oder haben wir Glück, dass wir da nochmal durchfinden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Neue Kiste, neues Glück. Nehmen wir mal Sweet Meat. Marina, ich glaube, 2 für den Bohrer, oder? Der Bohrer, 3 für den Bohrer. Okay, der war das nicht. Da lässt man da. So. Ich will nach Hause. Okay, die kann ich gar nicht. Ich kann die gar nicht öffnen. Okay, das ist noch ein Fehler. Ach du lalalalala, ich werde nie wieder nach Hause finden. Na geht schon. Geht schon los, geht schon los. Aber ja. Dort, also viel, ja, es ist schon sehr viel da. Kann man nicht meckern, aber ich möchte wieder nach Hause. Und da bin ich, oder?
Okay, doch nicht. Na, da war ich schon. Gib mir den Dünger. Hilfe. Waren wir da hier, oder? Schande, Schande, Schande. Okay, das kannst du gewaltig knicken. Also wenn man sich den Weg nicht mit aufschreibt, sag ich mal. Ich kann mir das nicht merken, sorry. Okay, na, wir sind von da nicht gekommen, wollte ich sagen. Dann doch von dem langen Gang. Das ist ja doch derselbe Gang, ne? Ja. Dann eh noch da. Und ich stehe schon wieder. Ach Gott. Aber da ist auch nichts gesehen. Ach, da. So, da, jetzt wird's gleich zu Ende gehen mit uns. Leider. Was machen denn die überhaupt? Flayer? Ah, das sind die Flayers! Seht ihr? Okay, das ist so Knicklichter, ne? Ich glaube, die Knicklichter kann man auch gut nehmen, um sich den Weg zu markieren, ne? So, wir sind zu Hause, komplett Neger. Warum verliere ich nur einen Teil? Das verstehe ich nicht. Okay, das Portal ist noch da. Ich lade das jetzt noch mal neu. Na! Der hat da abgespeichert. Toll. Okay. Aber vielleicht haben wir ja jetzt eine Chance, da rauszukommen. Aus dem Gemurkse. Waren wir da? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oder helft dir, gibt einen Trick vielleicht. Na, aber ich glaube, das ist der Schwierigkeitsgrad. Das ist ein blöder Schwierigkeitsgrad. Weißt du, wenn da wenigstens Ausgänge wären oder so, aber leider nein, gell? Tja, da müssen wir durch. Da werden wir dieses Mal sterben. Gehen wir wenigstens her und legen die Sachen da rein, ja. So, weil wir verlieren ja eh alles. Eine Kiste werden wir jetzt sicher nicht finden. Die haben wir schon. Eine zweite Kiste, nicht? Das ist der lange Gang wieder. Es ist eh egal. Wir müssen ja sowieso letztendlich alles durchmachen.
Aber da haben wir ja nur was. Komm. Das ist kein Spaß. Da kann ich zuerst alles kennenlernen. Das finde ich dann nie wieder raus. Geschwäge, also rein geht immer, aber raus. So, Marina, Süden. Wir müssen auch Richtung Süden wieder hinaus, denke ich. Ja, falsch gedacht. Der lange Gang, nee, da finde ich nicht mehr raus. Okay, das ist der Schwierigkeitsgrad. Drum, es sind auch verschiedene Größen vorhanden von den Rucks, ne? Und ich würde sagen, ich werde mir einen Zettel herlegen und werde mir das notieren. Links, rechts, dritter Gang, vierter Gang. Ich werde mir einfach einen Plan zeichnen. Das ist eine gute Idee. Ich bin gleich wieder zurück. So, da bin ich wieder zurück mit Stift und Papier. Na, nicht ganz. Derzeit nur das Papier. Stift muss ich erst holen. Aber ich möchte schnell eine Weste anziehen. Besser einen Stift zur Hand nehmen. Ist das ein Pausemenü? Wir werden gleich abnippeln. So, Stift parat. Und ich würde sagen, wir zeichnen uns jetzt. Was ist denn das für ein... Ah, warum? Achso, ich bin einfach nur da. Warum bin ich da unten rausgekommen? Das Portal ist nach wie vor noch da. Nur wie lange? Wie lange ist das da? Das weiß keiner. Wisst ihr was? Ich nehme mir jetzt was zu essen mit und ich muss feststellen. Also hier läuft das Spiel wieder, da merkt man, die alte Welt wurde ordentlich gerendert, sage ich mal, und optimiert. Die neue Welt noch nicht. Es läuft, obwohl hier so viele Objekte sind, viel besser als unten. Aber egal jetzt. So, ich sehe die Pulsarquarze, ihr seht es auch, haben eine neue Grafik bekommen, ein neues Design. So, hau rein, nimm mit. Also ich denke mal, eines reicht. Und auch ein Wasser reicht. Und seht euch das an, wir haben noch Nacht, seht ihr, ich meine, es sieht gut aus, ne? Der See leuchtet, das war, irgendwie leuchtet alles. Also ich finde das gut, gefällt mir sehr. Also generell die Farben, gell? Das sieht schon schick aus. Na, das Portal ist weg.
Okay, wie lang bleibt es? 20 Minuten? Kann das sein? Viertelstunde? Sie fliegen eh nicht weg. So, wir scannen nochmal. Ah, ist das aufregend. Und wollen wir warten auf den nächsten Tag? Nee, wir machen das sofort. Habt ihr gesehen? Das ist eine Kammer. Man braucht dich nur reinstellen, mehr nicht. Da ist ja Tag. Ach, sieht das schön aus. Ich werde nicht mehr. Okay, natürlich, dass da die Grafik. Ich mach mal auf Maximum. Ich muss die volle Pracht sehen. Seht euch die farbenfrohe Landschaft an. Sieht das gut aus? Oder sieht das gut aus? Alter Schwede, sieht das gut aus. So, den Bohrer, den haben wir jetzt verkackt natürlich, gell? Den gibt es nicht mehr, das Wrack ist im Westen. Oder ist hier auch eines? Nee, das ist das Wrack. Oder? Nee, das ist es nicht. Im Westen ist der Eingang. Ich mache das jetzt mal so mittig am unteren Rand. Und ich merke, der Kugelschreiber geht gut. So. Eingang. Das ist ein anderer Eingang. Meine lieben Freunde, kann das sein, dass das Schiff wirklich sehr, sehr groß ist? Ist das möglich? Da kommen wir rein. Okay. Und da geht es weiter. Also rein. Okay, dann ist das das Rhein. Das brauche ich eh nicht ansagen. Da, wo es klar ist. Ja, da. Es sieht aber genauso aus. Und warum habe ich da nicht herausgefunden? So, jetzt riecht man. Jetzt wissen wir. Der Ausgang ist im Osten. Im Westen. So, da geht es los. Wir gehen zuerst geradeaus. So, ganz kurz schnell, ich möchte nachsehen, wie lange die Aufnahme schon geht. Sekunde bitte. Connect, er sagt nicht verfügbar. Achso, ich bin nicht im WLAN. Ja, von Binden mal. Natürlich geht es. So. Eine Dreiviertelstunde schon herumgeschnitten. Geehrt. So, da geradeaus und die erste links.
wieder links. Und da haben wir einen Raum. Geh zurück. So. Und da sind wir gekommen. Dann ist... Warte mal, wie sieht das denn aus? Genau. Biegen wir da ein? Okay, ich muss das wieder zurückstellen, denn ich weiß ja nicht, wie es mit der Aufnahme aussieht. Und ich möchte nicht, dass das in der Aufnahme plötzlich ruckelt. Okay, das muss immer. Tut mir leid. Ich möchte mich nicht verlaufen. Und ich empfehle es euch auch zu machen. Ich kann ja hergehen und den Plan, den ich da mache, kann ich ja dann hochladen. Lass mich schauen. Ja, ist richtig. Ein Breaker abmontieren. Teil rein. Und es ist wie... Okay, das ist nicht so nah. Was ist... Ah, eine Kiste. Eine Minimiste. Ich lasse das noch. Genau, so da rein. Und um die Kurve ist ein Räumchen. Und geradeaus geht es auch noch. Also da haben wir das Räumchen. Geradeaus und... Schauen wir, ob das ein Raum ist oder nur ein Durchgang. Es ist ein Durchgang. Dann machen wir einen Bogen. Der Bogen ist der Durchgang. Und auf der anderen Seite kann das sein... Ich möchte da... Okay, dann machen wir lieber das so, dass wir da bleiben. Da haben wir wieder einen Raum am Ende. Da geht's rüber. Und wieder was zum Knacken. Ich werde das alles anzeichnen natürlich und ein Stück nach vor und wir sind da. So, genau, wir haben da eine Kreuzung, sie ist da. Mit dem Schlauch und darüber geht es auch ein Stück vor. Ja, das ist egal. Genau. Lass uns... Das ist wahrscheinlich ein Raum. Ja. Okay, da ist ein Raum. Kreise sind Räume. Das ist ein Durchgang. Den war später. Also wir gehen wieder eins vor.
Ah, okay. Lasst mich kurz nachsehen. Ja, okay. Also vorerst. Wir haben einen Raum. Kiste. Dann geht's da um mich. Also meine lieben Freunde, das Schiff ist riesig, ja? Nur mal so zur Info. Darin. Genau. Dann macht das so einen Bogen, ist eingezeichnet und wir haben, da bin ich gekommen. Und wo bin ich denn jetzt gekommen? Na. Also weit kann ich an. Okay, da bin ich. Ich weiß schon wieder. Dann kommen wir zum großen Raum. Der Toreneingang. Also einen Durchgang hat er. Da haben wir was zum Wegmachen. Da geht's raus. Bin ich jetzt von da? Ja. Ja, von da. Boah, das ist ja, das ist voll anstrengend, ja, meine lieben Freunde. Westen. Da, okay, da hilft ja das ganze Planzeichnen nichts. Ich könnte kotzen. Aber egal. Ah, komm, lass mich doch durch.
Nichts. Einmal daneben, immer daneben. Aber wir wissen, im Westen ist es. Also ist der Eingang. Heute und kotzen. Haben wir nicht von da gekommen? Da ist doch die Abzweigung und da geht es weiter, wo ich doch gesagt habe, dass da ist doch die Kisten, genau. Das heißt doch da zurück. Es gibt's ja nicht. Ja, oder? Oder? Ah, oh, bin ich froh. So. Bringen wir das Zeug in Sicherheit. Alter Schwede, die leben ja da. So viele Schmetterlinge. Bitte seht euch das an. Das ist ja doch ein Wahnsinn. So, Portal ist auch noch da. Aber wir sind zurück. Zum Glück. Ah, da steht ja eh da. 12 Minuten noch. Okay. Aber was ist eh? Bei uns ist Nacht. Und dort ist Tag. Und so viele Schmetterlinge. Also das müssten wir uns unbedingt noch ansehen, aber ich denke, das wird jetzt ein anderes Video werden. Hey, wo sind wir denn da? Wo sind wir? Schau, das sind Platzierungen außerhalb der Map. Ne? Okay. Aber wunderschön gemacht. Wunderschön. Also es gefällt mir sehr. Und mehr Inhalt wird kommen. Da wie es mehr im Westen ist es. Und das Schiff ist groß, scheinbar. Aber ich schätze, es wird unter der Erde sein. Ja. Dort ist das Portal. 10 Minuten circa noch. Was ist das? Schau, da sieht man sogar die Schmetterlinge. Das Portal sehe ich aber nicht, ne? Das ist ja nur ganz dünn von oben gesehen. Und wo sind da die Himmelsrichtungen? Dann muss ich noch schauen. Na, wie geht denn jetzt der Chef? Ja, passt. Ah, ah, ah.
Dort ist das Portal. Aber ist es, da gibt es, also eins ist mal fix, dass es zwei Eingänge hat. Der andere Eingang hat doch anders ausgesehen, oder? Nee, ist wieder im Westen. Sind wir, war das vorhin auch so? Na, kann eh sein. Okay, gehen wir ins Portal rein. Okay, die Schiff ist sehr groß, gell? Was zieht denn das Teil Strom überhaupt? Sieht man das? Sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Aber gut. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Es wird jetzt noch dann gleich noch ein Video geben. Ich werde gleich noch eines aufnehmen. Und ich verabschiede mich. So, danke fürs Zusehen. Bei Gefallen, Liken und Abonnieren bitte nicht vergessen. Könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Und beim nächsten Video gehen wir dann durch, was ist denn alles neu überhaupt? Was wurde denn geändert? Also eigentlich sollte der Ablauf doch geändert worden sein. Jetzt haben wir 463. Weil sie der Meinung waren, dass die Leute sonst, denen wird langweilig, dass dann nicht mehr spielen oder so. Also es ist Content dann zugekommen. Gehen wir die später dann durch. So. Ich verabschiede mich. Wie gesagt, lasst euch nicht verarschen, bitte steht's auf. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.